Oh, mein neues Zimmer ist so toll. Ich liebe mein neues Zimmer. Ganz besonders gut gefallen mir die großen Fenster. Ich habe sogar einen perfekten Ausblick auf unseren Pool. Da kann ich dann im Sommer immer Julian und Emma beobachten. Aber jetzt ist es schon echt spät. Ich gehe mal ins Badezimmer und mache mich fertig. Das finde ich übrigens auch richtig toll, dass das Badezimmer direkt neben meinem Zimmer ist. Da habe ich es nicht weit. Vielleicht schaffe ich es jetzt morgens immer vor Julian im Bad zu sein. Ich kann mich schnell vordrängen. Wenn ich ein Geräusch höre, dann laufe ich schnell rüber. So, fertig. Also, ab ins Bett. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Julian. Ich leg mich hin. Oh, ist das schön gemütlich. Ich fühle mich wie eine richtige Prinzessin. Schön. Aber was war das gerade für ein Geräusch? Habe ich da gerade irgendwas gehört? Stimmen oder so? Oder so Wasserplanschen? Was war das? Ach nein, ich hab's mir bestimmt nur eingebildet. Dann schlafe ich mal weiter. Ich höre das immer noch, da ist irgendwas. Ich guck einfach mal aus dem Fenster. Oder ist da vielleicht noch jemand im Badezimmer? Nee, von da kommt das nicht. Vielleicht habe ich mein Radio angelassen. Das habe ich übrigens auch neu. Und da kann ich ganz tolle Musik mithören. Aber auch da kommt das Geräusch nicht her. Das ist aus. Ich guck mal da draußen. Es ist schon fast ein bisschen dunkel draußen. Ich kann das gar nicht so gut erkennen. Ist da unten jemand im Pool? Ist etwa Julian noch im Pool? Nein, 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 das ist nicht Julian. Aber da ist irgendwas. Da bewegt sich was. Da ist eine Frau im. Das ist doch eine Frau, die da im Pool ist. Aber das ist nicht Mama. Das ist. Wer ist das? Die hat ganz lange Haare. Nein, das ist auf gar keinen Fall Mama. Aber was macht denn eine fremde Frau bei uns im Pool? Und da ist noch eine andere Frau. Zwei Frauen bei uns im Pool. Ich kann das nicht glauben. Das sind keine normalen Frauen, das sind Meerjungfrauen. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wie im Märchen. Zwei Meerjungfrauen bei uns im Pool, bei uns in der Luxusvilla. Was wollen die hier wohl? Und was machen die da? Oh Mann, ist das spannend. Ich werde mich einfach mal runterschleichen. Ich habe extra meine Schlappen ausgezogen, damit ich leiser bin. Oh Mann. Mitten in der Nacht, Meerjungfrauen bei uns im Pool. Hey, hey, ihr da, was macht ihr da? Hey ihr, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich bin Hanna Vogel. Ich wohne hier. Oh nein, wir wollten uns eigentlich gar nicht erwischen lassen. Oh nein, es tut mir leid, Hanna. Oh, wir verschwinden gleich wieder. Ja, auch ich muss mich ganz herzlich entschuldigen. Also, wir wollten auf gar keinen Fall Eindringlinge sein. Wir wollten uns nur ein bisschen erfrischen im Pool. Also, ich frage mich ja, wie die da reingekommen sind. Die können doch mit den Flossen gar nicht laufen. Was machen die bei uns im Pool? Naja, egal. Ich werde mir mal schnell Badezeug holen. Ich will mit Meerjungfrauen schwimmen. So, ihr beiden, da bin ich wieder. Ich habe mir meinen Badeanzug angezogen. Ihr könnt gern noch bleiben. Ihr könnt gern bei uns im Pool schwimmen. Nachts schwimmen wir da sowieso nicht. Oh, euer Pool ist auch wirklich herrlich. Und wir lieben es, im Wasser zu schwimmen. Aber jetzt sagt doch mal, wo kommt ihr denn her? Warum seid ihr bei uns im Pool? Ach, wir sind auf Reisen. Genau, ich bin die Königin. Ich bin Königin Seepferdchen. Und ich bin mit meiner Freundin hier auf Reisen. Königin Seepferdchen, du kannst mich aber auch Annetta nennen. Alles klar, Annetta. Ich finde Meerjungfrauen richtig toll. Und ich hätte auch gerne so eine Flosse wie ihr. Wenn du möchtest, kann ich dir zeigen, wie eine Meerjungfrau zu schwimmen. Hier, Hanna, nimm mal mein Seepferdchen-Zepter und ich zeig dir, wie du die Beine bewegen musst, damit du wie eine Meerjungfrau schwimmen kannst. Oh, das ist wie im Traum. Das ist so komisch, so außergewöhnlich. Was machen denn diese Meerjungfrauen bei uns hier zu Hause? Und jetzt darf ich auch noch das Seepferdchen-Zepter halten. Wie eine richtige Königin. Hanna, du wärst wirklich eine sehr gute Königin. Ich finde, du hast den Charme einer Meerjungfrau. Ja, das sehe ich auch so. Also, du wärst eine ganz tolle Meerjungfrau. Oh, ich eine Meerjungfrau? Meint ihr wirklich? Was ist da denn los? Sind das Einbrecher? Wir haben schon wieder Einbrecher hier. Oh nein! Na, wartet ab! Ihr könnt was erleben! Hey, was wollt ihr hier? Hey! Raus da! Raus da! Hey, raus mit euch! Hanna, du bist ja auch hier! Hey, was soll Julian, das? lass meine Was, Freundinnen in deine Ruhe. Freunde? Die Meerjungfrauen sind meine Freundinnen. Lass sie in Was? Ruhe. Nein, nein, das sind Einbrecher! Nein, das sind meine Nein, die müssen Freundinnen. raus! Die Meerjungfrauen sind meine Nein, nein, Freundinnen. nein, weg hier, das ist unser Pool! Die Meerjungfrauen sind meine Freundinnen. Lass sie in Ruhe. Julian, Julian ist gar nicht da. Ich bin in meinem Bett. Oh Mann, das kam mir auch echt komisch vor. Das war wieder ein Traum.
Aber es wäre so cool, wenn Meerjungfrauen bei uns im Pool wären. Ich finde Meerjungfrauen ganz toll. Und ihr?